Part 5 und wir legen gleich los. So. Schauen wir uns noch kurz um, ob die Kleine hier irgendwas liegen lassen hat oder ob wir hier irgendwelche Hinweise finden können. Hier geht es nämlich noch durch. Mal sehen, was es hier so gibt. Ah, ich glaube, das ist jetzt die letzte Säge. Yeah. Nee, eins noch. Oh. Ich höre die Katze immer noch miauen, obwohl die gar nicht mehr da ist. Also schon da, aber draußen. Ja, ja. Haut nur ab, haut ab. Brauche euch nicht. Ich mag euch eh auch nicht. Ich hasse euch. So. Mieze, sei doch mal still. Komm mir ja schon vor wie bei mir zu Hause. Da hörst du auch nur die ganze Zeit. Miau. Ich hab Hunger. Miau. Gib mir was zu fressen. Miau. So. Kätzchen. Tu dir nicht weh, Kleine. Um Gottes Willen. Du bist doch verrückt, Miete. Lass dich einfach mal hier stehen. Und guck mal, was der jetzt hier macht. Wer ist denn das? Zu Hause hinter verschlossener Tür sind wir wohl besser aufgehoben. Warum sorge ich mich? Es wird nichts passieren. Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Ey, Junge! Was machst du da oben? Gut, dann haust halt wieder ab. Warte! Komm zurück! Du gehst schon, Liebes? Ja, sorry. Ich komm wieder. Warten Sie nicht auf mich. Sei vorsichtig, mein Kind. Oh nein! Wie komme ich jetzt hier drüber? So, soll ich jetzt ein bisschen poltern hier, ja? Ja, komm hierher. Komm her. Komm, jawohl. Ja, ich sag. Psycho. Ablenken. Einige Objekte können aktiviert werden, um Dämonen abzulenken. Dies gewinnt ihre Aufmerksamkeit und verschafft ihr eine Möglichkeit zum Vorbeischleichen. Die Raben sind oft nützlich, um die Dämonen abzulenken. Aha, jetzt kann man mit denen auch mal was machen, ja? Oh je. Dich vor Dämonen zu verstecken, kann dich näher an Objekte zur Ablenkung bringen. Ja, toll. Ich kann nichts machen. Den Dämon ablenken, ja? Mach das mal. Du musst dich von hinten an einen Dämon anschleichen, um ihn zu vernichten. Halte er... Ja, das kennen wir doch schon. Das haben wir doch schon gemacht. Hat der sehr gut funktioniert. Oh oh, der kommt jetzt genau auf mich zu. Ich hoffe, der checkt es nicht. Oh. Gut. Zwei erledigt.
Wir sind, glaube ich, nicht da, aber ich habe immer noch die Säge nicht gefunden. Warum nicht? Wir gehen zurück in die Stadt. Verdammt, was jetzt? Verdammt! Also, wo ist sie hin? Welcher Hinweis sagt mir, wo sie hin will? Ja. Der hier. Die Notiz der Mutter. Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Klar. Sie ist auf dem Weg zum Revier, um ein Buch zu klauen. Da wird sie kaum auffallen. Hast du gewusst, dass ihre Mom für die Polizei arbeitet? Na gut, erzähl's mir nicht. Die Zeugin ist auf dem Weg zum Revier, um das Buch ihrer Mutter zu finden. Oh, was ist denn das? Lauter Schrei. Der Schrei der Zeugin hat mich auf schmerzhafte Weise desorientiert. Wie kann das sein? Identität des Mörders. Aha. Ja, das sind alle die Sachen, die ich mir erst nicht angucken konnte im Dialog mit dem Mädel da. Wir gehen jetzt einfach weiter und suchen sie. Nein, nicht zur Kirche. Hier. Sieht wie eine Art Denkmal aus. Ich wette, die Leute... Sieht aus, als sei hier ein liebevoller Tribut hinterlassen worden. Ich frage mich, ob es etwas mit dem Mädchen zu tun hat. Haben mehr als nur das hier gelassen. Es zu finden, könnte mir helfen, alles zusammenzufügen. Ich schätze mal, das hat noch zu dieser... Nebenquest da gehört, mit der Ertrunkenen. Hier gibt's auch nichts weiter mehr. Ich muss hier anscheinend wirklich weg. War hier nicht gerade was? Nee. Schade. Ach, warte mal. Was hat das jetzt gebracht? Hm. Wo ist das jetzt wieder drin? Sie hatte so viel Potenzial. Das ist ein furchtbarer Schock, gerade jetzt. Sie wurde am Smith College angenommen und war auf den Umzug vorbereitet.
Warte mal, hier gibt's auch nichts Neues? Nee. Nee, nee, nee. Nichts Neues. Da glitzert was. Ich will's haben. Glitzer, Glitzer. Ronan stellt die Frage. Heute fragt er mich. Und ich wusste ehrlich nicht, was ich sagen sollte. Ich will mit ihm zusammen sein, ich liebe ihn, aber als er mir einen Antrag machte, konnte ich nichts sagen, als sei meine Stimme fort. Und er kniete dort, erdrückt von meiner Stille. Dann stand er auf. Es dauerte 5 Minuten, bis ich ihm sagen konnte, dass ich nachdenken muss. Oder habe ich es jetzt vermasselt? Wie weh tut ein Tattoo? Der Korb hatte so viele. Wie heißt nochmal das Spiel mit der coolen Grabräuberin? Tomb Raider! Wir waren nervös wegen der Anzahl an Kerzen und Öllampen, die Claire im Haus hatte. Sie liebte gedämpftes Licht, besonders bei ihren Seancen. Sie hatte sie nicht ernst genommen. Sie wollte bloß mit toten Berühmtheiten sprechen. So viele Freaks auf einen Haufen. Was gibt's hier? Wie jetzt? Hat das hier jetzt nichts gebracht? Komisch. Wo bin ich denn hier eigentlich? Todesursache war ein Verbrennungsschock. Kerosin aus einer Öllampe bedeckte die Vorderseite ihrer Kleidung, Hände und Gesicht. Wahrscheinlich verschüttet, dann von einer Flamme in der Nähe entzündet. Ich glaube, hier bin ich hergekommen. Ja. Ich will mich noch ein bisschen umgucken. Oh, was ist denn das? Diese Straßenkämpfe. Kaum zu glauben, dass ich so lange gelebt habe. Es war abgefahren, wie oft sich jemand mit mir anlegte. Von klein auf, anfangs wollten sie mir einen Dämpfer verpassen, dann etwas mit den gescheiterten Versuchen, mich zu verprügeln, beweisen. Hat sie denn nie einer gewarnt? Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Er ist schon ein richtiger Bad Boy. Katze? Wo? Miete? Ich hab sie gehört. Opfer starb an massivem, stumpfen Trauma, als das Bücherregal in ihrem Geschäft auf sie stürzte. Wie viele hat der denn umgebracht, bitte? Was ist denn hier los? Kann ja nicht sein, sowas. Ich hab doch eine Katze gehört, oder nicht? Wo ist sie denn? Familie ist das, was man bekommt und was man daraus macht. Das Essen mit Rex und Ronan, den zwei Männern in meinem Leben, war großartig. Die Chancen, dass die beiden beste Freunde werden wie Brüder, stehen gut. Sie können in Gegenwart des anderen sie selbst sein und ich sehe eine neue Seite an beiden. Ich bin so dankbar. Was gibt's hier?
Noch eine. Werbefoto des Opfers mit ihrer Hand über einer Kristallkugel. Eine kleine Gedenkfeier wurde einige Tage später abgehalten. Ich habe das Gefühl, als wären das lauter so... Das ist irgendein Okkultenmörder oder sowas, hey. Gut. So, ich muss da lang. Ich sollte nach Hause gehen. Jetzt. Würde ein neuer Polizeichef sich besser schlagen? Gehe ich jetzt nicht weiter. Ich schaue mir mal das hier an. Was ist das? Ach, 12 mehr. Mann, ihr seid schon echt bescheiden, muss ich sagen. Na gut, vielleicht finden wir das Ganze ja noch. Ich denke, man kann das bestimmt auch im Nachhinein noch irgendwie aufsammeln. Salem fühlt sich gefährlich an. Salem soll ein ruhiges Flächen sein, die Art Ort, an der du dem Problem der Großstadt entkommst. Aber allmählich fühle ich mich nicht mehr sicher, wenn ich im Dunkeln draußen bin. Ich sprach mit Ronan darüber und er versicherte mir, er sei der gefährlichste Typ in der Stadt. Aber seine draufgängerische Art hilft nicht viel. Etwas an diesem Ort ist krank. Ja, das ist richtig. Einerseits der Mörder und andererseits die ganzen Selbstmorde, die hier so abgehen. Was war das? Oder so ein Gaskanister. Was machst du hier so? Immer dort bleiben, wo es gut beleuchtet ist. Aus einem Fenster geworfen. Wie furchtbar. Ja, das ist leider wahr. Wie fühlt sich Sterben an? Ich dachte, ich hätte... Nein, kann nicht sein. Ich habe immer noch nicht verstanden, was diese Umkringelungen hier sein sollen. Ich werde es wahrscheinlich auch nie verstehen. Immer dort bleiben, wo es die sagen schon wieder alle nur das Gleiche hier. Das heißt, die brauche ich schon gar nicht mehr befragen oder Besitz ergreifen, weil es eh nichts bringt. Was liegt hier? Hallo? Oh Gott. Ach so. Hab ich getan? Verstehe. Nein, nein. Rick und Laura. Sie sind tot. Das ist alles meine Schuld. Wir hatten nur unseren Spaß. Es war ein Unfall. Ich wollte niemandem wehtun. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, es getan zu haben. Was hast du denn gemacht? Hey, hey, hey. Beruhig dich mal eine Sekunde und rede mit mir. Wie heißt du? Hä? Oh, Brad. Gut. Okay. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir waren in der Stadt unterwegs, haben Dampf abgelassen. Aus einem Drink wurden drei, aus drei wurden... Wer weiß, wie viele. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich muss Rick und Laura nach Hause gefahren haben, als... Oh Gott, ich habe sie umgebracht. Das werde ich mir nie verzeihen.
Das weißt du gar nicht. Hast du selbst gesagt. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich kann mich umsehen. Vielleicht fällt mir etwas auf. Gott, was habe ich getan? Ja, besoffen fährt man ja auch nicht Auto, ganz einfach. Trauernvoller Autounfall. Es ist nicht viel, aber vielleicht bietet dieser furchtbare Autounfall Hinweise auf das, was in dieser Nacht geschah. Ja, dann schauen wir mal. Brad. Kennzeichen. Das ist sicher Brads Auto. Sieht nicht gut aus. Das Wunschkennzeichen des Autos, kein Zweifel, das war Brads Auto. Ja. Definitiv. Was liegt hier? Eine Flasche. Schottischer Whisky. Eine zerbrochene Flasche von Brads Lieblingswhisky. Kein gutes Zeichen. Woher weiß er, dass es sein Lieblingswhisky ist? Woher weiß er das? Was liegt hier? Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Eine Tankstellenquittung. Die Tankstelle ist nicht weit von hier. Die sollte ich mir ansehen. Eine Sockquittung aus der Unfallnacht ist weit hergeholt, aber ich sollte mir die Gegend ansehen. In Spanien wurden sie verbrannt. Echte Hexen trugen keine Hüte. Woher willst du denn das wissen? In Spanien wurden sie verbrannt. Die wiederholen sich alle. Plakette der Rüstkammer. An dieser Stelle stand eine Befestigung, deren Rüstkammer die britischen Soldaten am 26. Februar 1775 zu erobern begehrten. Die tapferen Bürger dieser Stadt hielten die britische Armee durch den strategischen Einsatz von Zugbrücken in Schach und verhinderten so die Besitznahme von Waffen entscheidender Bedeutung in dem Krieg, der nur Monate später beginnen sollte. Ja, wo könnte ich denn jetzt hier noch was finden? Wegen dem Autounfall wäre es gewesen, ne? Oder warte, wie viele Hinweise habe ich denn da jetzt schon? Wo ist denn das? Wo ist denn das jetzt wieder? Das ist ein Nebenfall. Ach da, 4. Ich habe alle 4. Rede ich mal mit dem. Hallo? Hallo? Jetzt. Kann ich jetzt hier nichts machen, oder was? Wieso geht denn da jetzt nichts? Ja, okay. Vielleicht, wenn wir etwas schneller gehen. Wohin? Wenn wir jedem Mörder auf der Straße begegnen. Keine Ahnung, was ich tun würde. Ihm auf die Fresse hauen. Was macht er denn da? So merkwürdig. Erst lebendig und jetzt tot. Wenn Cops schon nicht sicher sind, wer dann? Niemand. Eh.
Rebecca. Rick war vielleicht sturzbetrunken, aber irgendetwas hat ihn trotzdem erschreckt. Woher willst du das wissen? Nur weil der kotzt. Eklig. Tankende Frau. Du verträgst ja nicht gerade viel. Laura tankt. Laura war gerade dabei, den Tank aufzufüllen, als sie das laute Geräusch hörte und es abbrach. Ach so, die haben das gehört, wo die Splitter? Ne, ich weiß nicht. Was hier? Genau, das. Ich will ein Taxi. Was? Oh, Tankstelle. Ja, die SOC. Okay. Toll. Brad führt ein Telefonat. Die haben sich ein Taxi gerufen. Scheint, als versuchte Brad ein Taxi zu rufen, aber etwas hat ihn verjagt, bevor es ankam. Aha. Jetzt fehlen mir noch zwei Hinweise. Ich denke, hier wird sich dann nichts mehr zeigen. Vielleicht muss ich jetzt irgendwas mit dem Typen hier. Nee. Was gibt's hier? Plakette der Tankstelle, die. Aha. SOC wird allgemein für eine Abkürzung von Salem Oil Company gehalten. Eine derartige Firma existiert jedoch nicht. Die Initialen stehen für Sons of Charlie, der rechtliche Name dieser Tankstelle. 1928 gegründet von drei Brüdern, Chuck, Charles Jr., Sean und Seamus Leary, als Automobile üblich wurden. Das Geschäft hätte fast die große Depression nicht überstanden, konnte sich aber als Tarnung für illegalen Alkoholverkauf während der Prohibition über Wasser halten. Ja, ja, immer dieser Alkohol. Anscheinend wurden alle von dem Knall aufgeschreckt. Was zum Teufel war das? Sie alle haben einen lauten Knall gehört, der sie erschreckte. Wenn ich nur wüsste, was sie gehört haben. Der Taxifahrer? Hoffentlich ist die Wohnung geputzt, wenn ich nach Hause komme. Wenn ich das Öl schneller nachkippe, als es ausläuft, hält's bestimmt noch ein Jahr. Aha. Mir alles nichts zu sagen. Dann gehe ich mal zurück zu dem Brad und schau, was er zu der Sache sagt. Nix also. Nicht so viel. Hier ist noch was. Baxters offizielle Stellungnahme. Unglücklicherweise haben wir keine Verhaftungen vorgenommen. Wir haben keine Verdächtigen. Deshalb halten wir die Bevölkerung Salems sehr dazu an, die Polizei mit jeglichen möglichen Hinweisen zu kontaktieren. Dafür brauchen wir die Kooperation der gesamten Gemeinde. Verbeulter Mülleimer.
Ein schwer verbeulter Mülleimer. Jemand ist entweder ein schlechter Fahrer oder hat es eilig. Oder ist betrunken? Hm. Aha, zwei Hinweise brauche ich jetzt noch. Zeitungsartikel Nummer 4. Das FBI kann einbezogen werden, um die lokalen Behörden zu unterstützen, wenn eindeutig feststeht, dass es sich um einen Serienmörder handelt. Das Salem Police Department bezog bis Redaktionsschluss keine Stellung zu der Ankündigung. Das FBI hat sich aber wiederholt geweigert, die Tode als Werk eines Serienmörders zu beschreiben. Es macht keinen Sinn, die Stadt wegen etwas in Panik zu versetzen, das vielleicht nicht mal wahr ist, sagte SPD-Sprecherin Ingrid Larson in einer früheren Stellungnahme zu dem Fall. Noch 8. Ja, ich weiß auch nicht. Was ist das? Fontänenwidmung. Diese Fontäne ist der Hoffnung gewidmet, dass die ruhige Stadt Salem für Frieden und Schwärmerei bekannt sein wird. Ja, eher nicht mehr. Nix. Oh, Mann, Mann, Mann. Nein! Da ja, da wollte ich auch nicht hin. Diesen ganzen Geschichtskram sollte ich wirklich mal nachschlagen. Wann waren die Prozesse? 1800? So merkwürdig. Erst lebendig und jetzt tot. Das kennen wir auch schon. Da ist einfach nichts mehr. Da ist nichts mehr. Was soll ich noch angucken? Ich weiß es einfach nicht. Helft mir, helft mir. Ich finde einfach nichts mehr. Da hinten liegt was. Da liegt was. Da liegt was. Was ist das? Was ist das? Komm, lass es was Sinnvolles sein. Oh. Von einem Ritter eskortiert. Ausnahmsweise fühlte ich mich draußen bei Nacht sicher, als die Geschichten, er sei der gefährlichste Mann Salems, sie fühlten sich wahr an. Niemand konnte uns etwas, weil niemand ihm etwas konnte und ich war bei ihm. Bin bei ihm, werde bei ihm sein, ich weiß es. Ach, ganz toll. Wunderbar, herrlich, so poetisch. Diesen ganzen Geschichtskram sollte ich wirklich mal nachschlagen. Wenn wir jedem Mörder auf der Straße begegnen, keine Ahnung, was ich tun würde. Wenn Cops schon nicht sicher sind, wer dann? Nee, ich find's nicht, ich geb's auf. Ich schau jetzt nochmal. Mir fehlen noch 2 Hinweise.
ganzen Polizeiautos angucken. Aber sieht man ja auch einfach nichts. Ich gehe jetzt noch einmal dahinter. Ich sehe mir noch mal sein Auto an. Aber ich glaube, da waren die Rücklichter noch okay. Ja, da sind die Rücklichter noch okay. Ja, ich weiß aber nicht, welches Auto das sonst gewesen sein könnte, hätte können, was auch immer. Ja, ich lasse es gut sein. Ich gehe jetzt einfach weiter. Vielleicht finde ich später noch was oder vielleicht ist da hinten noch was. Da war ich nämlich noch nicht. Eine Plakette, yippie. Plakette des Hauses des Urteils, bekannt als Haus des Urteils, vormals Residenz des Richters John Hathorne, 1641 bis 1717, der bisweilen in seinem eigenen Wohnzimmer Gericht hielt und die Angeklagten in seinem Keller einsperrte, wie in Kolonialzeiten üblich. Seine unglückliche Rolle in den Hexenprozessen von 1692 befleckte seinen Namen dauerhaft. Blöde Sache. Da geht's ja, nicht lang. Nicht lang, okay. Ich gehe jetzt zum Revier. Jetzt hierher zurückzukommen, auf diese Weise. Ein Ort, den ich in harten Zeiten, in denen ich plötzlich wieder allein war, als Stütze gebrauchte. Seltsam, wie die Geschichte sich wiederholt. Heute Nacht war das erste Mal, dass er eine Pistole benutzt hat. Der Typ verlässt sich auf seine Nahkampffähigkeiten. Wenn du dich ihm also näherst, ist er im Vorteil. Aber Sir, wenn wir uns nicht nähern können, wie verhaften wir ihn? Erinnert euch ans Training. Er ist jetzt ein gesuchter Cop-Killer. Wenn ihr ihn seht, schießt. Glockenmörder-Einsatzzentrale. So, wie es hier im Polizeirevier weitergeht, seht ihr im nächsten Teil. Bis dahin, ciao.